Wie schwer, denkt ihr, ist so ein Glas Wasser? 400 Gramm, 500, 400. Ganz ehrlich, ist gar nicht so wichtig. Es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, aber wenn ich dieses Glas Wasser jetzt mal so eine Minute lang so halte, dann würde ich das vermutlich packen. Müssen wir jetzt nicht machen, sonst habe ich eine Minute weniger. Aber ist ganz spannend, wenn ich das Glas Wasser eine Stunde versuchen würde, so zu halten, dann würde meine Schulter und mein Arm mir irgendwann, wahrscheinlich schon früher als vor nach einer Stunde, ein Signal senden, dass es anfängt, weh zu tun, dass Schmerzen kommen. Und wenn ich das Glas Wasser einen ganzen Tag lang versuche zu halten, dann wird irgendwann mein Arm taub und mein Arm fängt an zu zittern, was ich jetzt schlecht vormachen kann, weil sonst wird es hier überfließen. Aber dann kann ich es nicht mehr handeln. Ich werde es nicht mehr halten können. Und das ist, finde ich, so ein cooles Bild, weil wenn du eine Situation siehst, dir fällt etwas auf oder du bist in einem Konflikt, in einer Stresssituation und du siehst etwas und du hast dieses Glas in dem Moment in der Hand und du machst etwas, das heißt, du gehst das Problem an, dann ist es gar nicht schmerzhaft. Es braucht die Entscheidung, irgendwann diesen Schritt zu machen, aber wenn ich das in dem Moment angehe, wenn ich die Situation versuche anzusprechen, und wir werden nachher darüber sprechen, wie können wir das machen, dann ist es nicht schmerzhaft. Wenn ich aber mehrere Tage vergehen lasse, dann fängt es an zu schmerzen. Dann fängt es an, immer schmerzhafter zu werden. Du denkst darüber nach und du merkst, wow, das bewegt mich. Und wenn du Tag für Tag für Tag für Tag immer wieder an die Situation denkst, es wird dich zerfressen innerlich. Es wird dir so Schmerzen bereiten, dass du dir irgendwann wie gelähmt vorkommst und das Gefühl hast, ich bin völlig machtlos. Wie soll ich es überhaupt handeln? Und meine Botschaft heute Morgen, und da könnten wir schon Amen sagen, ist: Stell das Glas ab. Lass los. Sprich Vergebung aus. Du bist nicht dazu berufen, Tag für Tag Probleme zu wälzen.